So, da sind wir wieder in Tropico 5 und der Fisch ist immer noch nicht da. Erstmal herzlich willkommen auf meinem Kanal, hier ist mal wieder euer Maximus und ja, Maximus, Carlos, Maximus, der Diktator. So, erstmal schauen, die brauchen hier ziemlich lange, um das Gebäude zu bauen. Ich habe ja immer noch Pause, sehe ich gerade. Ich finde das immer noch so ganz komisch mit der Steuerung. Ah, da kommen sie an. Guckt euch das an, ey. Mit so einer Rikschas. Und da werden auch die Waren hingebracht. Ja, läuft. Läuft. Zufriedenheit 33%. Seine Majestät hat die besten Architekten eingestellt, um seinen neuen Unterwasserpalast zu entwerfen. Mhm. Wir brauchen ihr bestes Getreide, um sie zu bezahlen. Er sagt zwar immer Getreide, aber wir brauchen Baumwolle. Du kleiner Baumwollpflücker. Was haben wir hier? Wo sehe ich denn das jetzt? Auf die schnelle monatliche Produktion. Bla, 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 bla. Wo sehe ich denn das jetzt? Ach, Mais hier oben. Mein Gott, nee. Hier hatte ich Bananen. Und wie komme ich jetzt in diesen Nebel des Krieges? Heißt es ja in manchen Spielen. Wir werden erstmal gucken, ob wir hier in der Nähe noch eine Plantage hinschmeißen können und Baumwolle. Haben wir. Wir haben ja Baumwolle. Stimmt. Das war ja Bananen, Mais. Irgendwo hatte ich doch... Ach, hier war ja Baumwolle. Ja gut, alles klar. Haben wir alles. Wir gucken nochmal schnell die Arbeitslosigkeit. Forschung 2 Monate. Gut. Dann... Wir haben schon 4600 Export. Das läuft super mit meiner Insel. Schön. Schön, schön, schön. Aha, aha, aha. Die haben hier nicht ganz so viel zu tun. Und ich denke mal, Handel. Was könnte ich denn jetzt machen? Ah, ich könnte jetzt hier Handelsrouten machen und sagen, was die exportieren sollen. Gut, alles klar. Wir könnten hier Einheiten, bla bla bla, Fisch. Haben wir genug Fisch? Aha, aha, aha. Hier könnte ich Fisch räubern oder was? Mais? Hm. Das ist wahrscheinlich kaufen. Ne, Export. Hier steht es auf Export. Und das ist wahrscheinlich Import. Ne, Import wollen wir nicht von Mais. Export, Baumwolle. Ja, das können wir dann natürlich machen, wenn wir Baumwolle genug haben. Baumstämme können wir exportieren. Geht aber leider noch nicht. Das haben wir noch nicht. Das haben wir auch noch nicht. Jetzt werden wir mal gucken, ob wir hier irgendwo eine Baumwollplantage brauchen wir nicht. Holzfällerlager. Holzfällerlager ist immer gut und das werden wir natürlich hier oben erstmal hinsetzen. Ah, hier ist so wenig Holz. Hier ist natürlich ein bisschen mehr Holz. Ja, wir werden das hier hinpacken. Hier schön rein. Sieht zwar nicht schick aus. Wir werden das sowieso nach und nach alles ein bisschen umbauen. So. Ah, nicht hier. Wir werden das jetzt hier rein. Schön lang, geschmeidig. Am Feld vorbei. Ich mag ja eher so... dass es alles gerade ist und schick und toll und so. Großartige Neuigkeiten. Wir haben in kolonialen Nachschubkisten die Sichel gefunden. Sie passt perfekt zu unseren Hämmern und wird unsere Produktivität in die Höhe schnellen lassen. Ich kann unsere glorreiche Zukunft beinahe mit den Händen greifen. Alles klar, wir können jetzt Plantagenverbesserung machen. Da gehen wir doch einfach mal hier hin und gucken uns an, Saatgut ändern, abreißen, nee, das wollen wir nicht, das wollen wir auch nicht, Lager, aha, nee, keine Ahnung, das wird wahrscheinlich automatisch gehen. Falls ihr es wisst, dann schreibt es unten in die Kommentare. So, wie weit sind die hier? 9 Bürger sind angekommen. Seine königliche Majestät hat mir aufgetragen, Ihnen dieses Anerkennungsschreiben für Ihre Erfolge im Namen des Königreichs zu überreichen. Dude, ich könnte es mir jetzt selber auf mein Nummernkonto schieben. Nee, wir nehmen natürlich das Geld. Das wird natürlich irgendwann mal wegfallen, aber ersetzt, denke ich mal, von den Russen oder von den Amerikanern.
So, jetzt muss ich noch mal schauen, wo Infrastruktur. Ach, das war das. Handel können wir auch noch nicht machen. Da sind wir noch zu schlecht. Wie wir Escape machen. Forschung. Gut, Sichel haben wir. Militärfond, Cowboy, Bergwerk. Ich denke mal, das werden wir jetzt machen, ne? 5 Monate. Da können wir ja ein Bergwerk bauen und ein bisschen auf Industrie. Oh, 5000! Ey, das ist doch unnormal. Gut, wenn ich jetzt ein bisschen schwerer spielen würde, dann. Unterhalten Sie mich! Aha, aha, Wohlstand, 20%. Mhm. Gut, alles klar. Mein kleiner Francesco. Kann ich hier noch irgendwas machen? Handel. Ach, hier kann ich auch ins Handelsmenü. Warte mal, Holz. Gut, wenn ich jetzt 3000. Ne, 1000 Einheiten kriege ich 3000. Export. Gut. Jetzt bin ich mal gespannt, ob das wirklich so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Hier könnt ihr das Schiff abziehen. Ein Schiff haben wir, wenn wir 1000, ja, Holz haben. Auch schon wieder komplett voll. Oh, voll. Das klappt richtig gut. Und wir werden jetzt aber mal ein bisschen was bauen. Wir könnten jetzt Transport bauen. Abreißen wollen wir nicht. Holzlager. Eine Farm könnten wir. Ölturm. Fisch haben wir. Textilindustrie brauchen wir nicht. Hier ein bisschen Luxusgüter. Brauchen wir auch nicht. Taverne. Gut, wir bauen mal eine Taverne, dann fühlen sie sich ein bisschen wohler. Und ich werde die Taverne natürlich auch in die Nähe von... Ja, hier werde ich die hinsetzen. Jetzt sehe ich natürlich nicht, ob das jetzt richtig oder nicht richtig rum ist. Ist ärgerlich, dass es nicht so geht, wie ich mir das vorstelle. So, gehen wir noch mal ins Baumenü, gucken Taverne. So ist es richtig. Ja, ich möchte... Unser Suchkommando, also ich... hat die Schaufel gefunden. 40 Stück. Wenn ich herausfinde, wer sie dort versteckt hat, bringe ich ihn um. Ich gab sie den Bergarbeitern, damit sie sie an einen sicheren Ort bringen können. Zum Beispiel unter die Erde. Ja, passt ja, ne? Dann gucken wir mal, was wir als nächstes erforschen. Produktion. Wir gucken mal Farm. Ja, 5 Monate. Ich denke mal, das wird jetzt immer mehr gehen hier. Oder länger dauern, Zollamt, Schmuckfabrik. Ja, als alter Militär werde ich auf jeden Fall ein bisschen auf Militär gehen. So, ich muss aber nochmal gucken, wie das war. Verordnung. Ich habe auf jeden Fall... So, ich könnte jetzt für Nahrung sagen, müssten sie zahlen? Nee... Ich lasse es. Ich habe genug Geld. Die Bürger sind halbwegs noch zufrieden. Und was ist das hier? Also das kann ich überhaupt nicht ab, dass hier irgendwelche Lungerbolzen hier hinter mein Haus rumschlafen, ey. Oh, weg mit euch. Gibt's doch ja nicht. So. Aha, aha, aha. Ich werde Tourismus. Kann ich auch noch nicht machen. Oh, guck mal. Wollen wir eine Kirche hinbauen? Ich bin zwar nicht kirchlich, aber wir können es ja durchaus mal machen. Gegenüber der Taverne wäre auf jeden Fall sehr interessant, ne? Ja, wir bauen jetzt hier hin. Schön im Schatten meines Superbaus. Boah, schön. 6000 habe ich jetzt wieder. Während seine Majestät die Rückständigkeit ihrer Insel höchst erheiternd findet, sorgt er sich nun darum, dass dies seinen großartigen Plan behindern könnte. Aha. Seine königliche Majestät hat mir aufgetragen, Ihnen dieses an... Ja, gut, alles klar. Ich bleib noch in dem Zeitalter. Wir haben genug Zeit. Was haben wir eigentlich? Kann ich hier irgendwas anklicken? Geld haben wir. Das haben wir. Forschung, Verordnung, Familien. So. Wir gucken nochmal. Arbeitslosigkeit. Arbeitslose 3. Das bedeutet, ich muss neue Häuser bauen. Jemand hat mein Manuskript gestohlen und unter einem Pseudonym veröffentlicht. Eine autobiografische Erzählung von 2 Männern auf einem Berg, die mehr als nur Freunde waren. Selbst das surreale Kapitel mit den tanzenden Elfen unter dem Regenbogen fällt nicht.
Das ist auch lustig, ey. Gut. Das passt ja ganz gut. Ich könnte jetzt weiter erforschen. Ich mache jetzt wirklich... Ja, wir machen Militär, ne? Das ist doch geil. Militär ist doch mal gut. Häuser brauche ich. Ich hoffe, dass ich jetzt irgendwie ein bisschen mehr was bauen kann. Ich denke, Luxus für viel paar mehr. Nee, brauche ich noch nicht. Ich werde aber jetzt diese hässlichen Häuser wegreißen. Ihr kriegt schöne neue Wohnungen. Und ja, so machen wir es. Das sieht toll aus. Da freut sich Maximus. Und das geht richtig ruckizucki. Das war ja beim anderen Teil. Da muss man ja andauernd hier so eine Fabriken bauen etc. Wir machen mal nicht ganz so schnell. Sonst kommt Maximus gar nicht hinterher. Hier ändert sich ja so viel. Und wir genießen einfach mal die Aussicht hier. Guck mal her. Guck mal, wie sie langlaufen. Womit kann ich dienen? Aha, töten. Aha, bestechen. Verbannen. Oh, ey, da kannst du ja mehrere Sachen machen. Ne? Sowas hast du mal. Und da guckt mal an, da kommt schon das nächste Schiff. Da wird es wieder ordentlich Kohle geben. Ach. Ich muss auch sagen, grafisch sieht es schick aus, ne? Wenn das nach hinten hier alles freigeschaltet ist. Ich habe auch alles auf höchste Details gemacht. Ja, schön. Komm her, Dampfer. Öffnet die Klappe. So, 9 Bürger sind angekommen im Dampfer. Ja, sieht ja gut aus. So, was könnte ich noch bauen? Was ist das? Wirtschaft. Ach, ein Leuchtturm. Aha. Wenn ich einen Leuchtturm baue, gibt es zusätzliche Handelsbeziehungen und in den werde ich hier einfach mal hier reinsetzen, ne? Hier. Aber wie bauen die den? Ach, der ist dann auf einmal so. Cool. Na dann, frohes Schaffen, Jungs. So, Leuchtturm haben wir. Was kann ich hier? Wachturm. Aha. Ja, wir werden jetzt auch mal einen Wachturm bauen. Ich habe ja gesagt, ich will ein bisschen auf Militär gehen. Und ich werde den Wachturm einfach mal hier hinsetzen, weil der passt da. Gucken wir mal an. Ja, ist zwar alles schön und gut, dass bis jetzt alles sicher ist. 30%. Aber es kann sich so schnell alles ändern. So, hier geht's nicht. Hier geht's nicht. Bergwerk. Jetzt schauen wir uns mal an, wie das... ach, guck mal hier. Der passt das gleich automatisch an. Gut. Natürlich habe ich jetzt hier alles zugebaut. Aber am meisten ist ja so, wir werden es mal anders machen. Das gefällt mir so nicht. Ja. Das werden wir jetzt einfach mal wegsprengen. Ist ja oft immer so, dass man irgendwie baut und dann merkt, ach, hier will man ja eigentlich hinten auch noch hin. Und ich hoffe, der sprengt das jetzt auch bald. Gehen wir mal hier hin. Normalerweise gehen die dann automatisch trotzdem hier hin. Was ist hier los? Warum sprengt der das nicht? Wir machen ein bisschen gleicher Pause. Komm mal her. So, jetzt hoffe ich, dass er jetzt gleich sprengt. Ja, schön, schön, schön. Ich weiß gar nicht, warum der jetzt Pause gemacht hat. So. So, jetzt kann das Bergwerk langsam anfangen zu produzieren. Oh, das ist auch noch nicht ganz verbunden, sehe ich gerade. Oder ist das jetzt verbunden? Scheint so. Gut. Mann, das gibt jetzt auf jeden Fall richtig viel Kohle. Und werde hier noch eine Straße hinsetzen. Das muss so ein bisschen Manhattan-mäßig sein. Gehen wir mal so lang. Hier, da kann ich auch noch ein paar Häuser hinsetzen. Komm her. Ah, ist blöd, dass man jetzt nicht schön reinbauen kann. Und was hat er jetzt gebaut hier? Oh ja, gut, nicht schön, aber lassen wir einfach mal so ein paar Häuser hinsetzen. Ich denke mal, wenn das
Warum macht denn der das immer so? Ja, gut, alles klar. Häuser. Kleines Landhaus. Passt hier noch irgendwas hin? Ich sehe das jetzt nicht. Nee, da passt nicht hin. Da kann ich aber irgendwie eine Attraktion hinbauen. Denke mal. Passt alles nicht so richtig schön hin hier. Das gefällt mir nicht. Pass auf, wir machen einfach mal ein Luxushaus. Alter, guckt euch das mal an, ey. Das ist der Hammer. Das bauen wir natürlich hier hin. Wir werden die Straße ein bisschen verbreitern. Geht das? Das geht gar nicht, ne? Ach, bauen wir es so. Pass auf. So bauen wir es und dann... Ja, was ist denn jetzt los? Gut, alles klar. Und dann bauen wir das Luxushaus einfach hier vorne hin. Ja, so machen wir es. Jetzt gucken wir uns das nochmal genau an, dass hier auch mit dem Haus so hinpasst. Naja, so richtig nicht, ne? Aber schön. Dann brauchen wir noch ein bisschen Attraktionen. War die hier? Nee, wo waren die? Hier. Ah, ist ja so groß. Ey, das ist nicht doof. Eine kleine Palme. Ja, genau. So machen wir das. Rechts, links hier ein paar Palmen hin. Hier unten geht's gar nicht. Schade. Vielleicht kommt da noch irgendwas. So, was können wir noch bauen? Zirkus. Ich stehe nicht auf Zirkus. Muss ich ehrlich sagen, ich mag das nicht. So, Holzfällerlager haben wir. Das haben wir auch. Das. Kleinen Laden, das haben wir auch. Bibliothek, das haben wir. Wachturm könnten wir noch eben bauen. Ja, bis jetzt haben wir eigentlich alles gebaut, ne? Baubüro. Setz das nochmal hier oben hin, weil wir wollen es ja ausbreiten. Der will aber nicht, der will nicht. Kann ich vielleicht irgendwie weiterfahren? Nee. Nebel des Krieges, sage ich jetzt einfach mal, so geht nicht. Muss ich wahrscheinlich erst erforschen, ne? Großartige Neuigkeiten. Wir wissen nun, wie wir die Musketen bedienen können, die uns die Krone geschickt hat. Man muss den Abzug betätigen. Wir mussten einige Fehlschläge hinnehmen, bis wir darauf kamen, dass man dabei nicht in den Lauf schauen sollte, und verloren darüber einige gute Männer. Was für ein Chaot, ey. Ja, man sollte nicht in den Lauf gucken. So, Sägewerk. Auf jeden Fall brauchen wir, wenn wir Holz abbauen, ein Sägewerk. Sehen Sie sich mal dieses Buch an, Gouverneur. Es wurde von Kamerad Marx geschrieben und enthält einige interessante Ideen darüber, wie wir unsere Gesellschaft aufbauen sollten. Gut, wir bauen einen Fischer, das haben wir ja gemacht. Das bedeutet, wir haben es geschafft, ne? Sehen Sie sich mal dieses Buch an, Gouverneur. Gut, alles klar, dann haben wir zu schnell das gebaut und das bedeutet, wir müssen noch so einen Hafen bauen. Naja, sei es drum. Da haben wir halt ein bisschen mehr Fisch und bedeutet für uns, ja, die Bürger essen mehr Fisch. So. Das bedeutet aber im Umkehrschluss, dass ich eventuell ein Transportbüro, gerade hier am Hafen, macht es, denke mal, richtig viel Sinn, sowas zu bauen. Aber der will es nicht so richtig ransetzen. Komm mal her. Gut, so hin. Lassen wir einfach mal so stehen und noch ein paar Häuschen hin. Dann sieht es wieder ein bisschen schick aus. Aber hier wollen irgendwie keine, gerade hier so, keine Häuschen bauen. Komisch. Gibt es da vielleicht noch die Möglichkeit, eine Palme hinzusetzen hier und so? Nee. Keine Ahnung, warum wollen die es nicht? Ich setze mal hier eine Palme hin, das muss alles ein bisschen schick sein. Ja. Sieht doch schon mal schick aus, ne, meine Insel. Und hier die kleinen Fischerbötchen. Oh, ist das niedlich. Hier wird auch kräftig gebaut. Ach, herrlich. Wieder ordentlich Geld.
Ich sehe gerade, warum das nicht funktioniert hat. Ich hatte zu wenig Geld. Ja, da muss man wirklich mal drauf achten, ne, auf das Geld. Und ja. Was ist jetzt los? Jetzt hat er ein bisschen gespeichert. Das bedeutet jetzt an dieser Stelle, ich habe wieder ein bisschen Geld. Wir sehen uns natürlich im nächsten Part. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß dabei. Haut rein, meine Freunde. Bis zum nächsten Video. Bye, bye.